Hi Schein. Hier ist Natascha. Ist er wirklich ein Opfer? Ist es wirklich wahr, was er sagt? Ist Ebony noch am Leben? Hat seine Schwester wirklich manipuliert an menschlicher DNA? Ist Ray behindert? Er zerstörte Trinity. Er sagt, er war's nicht. Aber nur, weil er spinnt. Nein, 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 sagt er. Schuld ist Ebony. Na klar, Ray. Nur weiter so. Wir, die Rebellen, verkünden Stolz. Wir sind Reyisten. Heil Rey! Fuck Trinity! Fuck die Musik Corporation! Das wird das Jahr der Ratten! Ich sah ihn! Auch wenn die beiden Köpfe da drin mir nicht glauben. Den Unsichtbaren. Cosmiller. Sie kam herein mit ihrem Clone-Trainer. Sie ging mit ihrem Clone-Trainer. Sie liefert uns immer diese hübschen, geklonten Jungs. Wir setzen damit die kühlten Gesichtsmusiker auf den Daterfalls und Live-Performances. So, Cosmiller ging rein und dann kam sie raus. Und dann ging ich hinein. Und Shadow war weg! Verschwunden! Der Unsichtbare. Das war's! Mir reicht es jetzt! Es sind die Hymnen. Oh.
hör mal zu. Ich weiß nicht, wer du bist oder was du bist und ob du überhaupt noch verschwunden bist, aber ich kann dich riechen. Die Opernsängerin da draußen hat ihren Stromanschluss neu verkabelt. Gestohlene Hymnen, verschwundene Toningenieure, unsichtbare Wesen. Es gibt immer gekachelten Platz für die, die das Unsichtbare sehen. Diese Stadt ist verdammt depressiv. Und ich mag's so. Willkommen im Clone Shop und im Clone Shop Katalog. Ich bilde 1:1 Kopien von allem. Groß, klein, mittel. Zur Arbeit vom primitivsten, dem Alpha-Modell, bis hin zu unserem besten, dem Omega-Modell. Ein Zuhause ohne Clone ist nicht komplett. Probleme im Bett. Ersetze einfach deinen Partner oder dein Haustier mit einem, das nie Gassi muss. Wesen einfach zu halten. Nimm das Clone und tank es einfach auf durch das linke Ohr. Also, worauf warten Sie noch? Kaufen Sie sich ein Partner fürs Leben!
Wie bist du hier reingekommen? Woher hast du die Codenummer? Du siehst aus wie der Shadow-Replikant. Welches der Natascha ließ es von mir bauen, weil es mit dem Echten nicht geklappt hat. Was? Ich? Im TCMC-Studio? Niemals. Oder? Ist das schon wieder so ein Tag, an dem ich nicht weiß, was geschehen ist? Ich kann mich oft an nichts erinnern. Und ich glaube, es hat irgendwas mit dem Computer dort zu tun. Ich meine, glaub mir nicht, weil ich es nicht weiß. Wie soll ich's wissen, wenn ich mich an nichts erinnern kann? Es ist schon seltsam, was so geschieht. Ja, der andere Hennenretter war eine echte Null. Natascha hatte, wie sagt ihr, Gefühle für Shadowline, aber ja nicht für sie. Ich habe keine Gefühle. Nein, nein. Oder? Gina hat eine Menge Gefühle. Wirst schon sehen. Ich fülle mich jetzt ein bisschen ab mit grünem Gehirnsaft. Bye! Thank you.
Bist doch du! Dem Falschen flehen! Nataschas gefolgt! Die Musik der Ewigkeit zu vollenden! Ich auch! Und ich fühle, dass mein Leben in Gefahr ist! Glaube mir! Ich habe es bereut! Hör auf das, was ich dir zu sagen habe! Es sind die Hymnen! Die Hymnen des Todes! Sie sind der Schlüssel! Die Hymnen! Die Hymnen! Die Hymnen der Ewigkeit! Die Hymnen des Todes! Schuld ist der, der im Irrenhaus sitzt! Er verursachte die Katastrophe der Stadt! Die Dämmerung, die Sonne. Wir befinden uns im Jahr der Replikation. Die Pyramide ist das Zentrum des Bösen. Und es nennt sich Trinity. Weatherby, der Journalist. Ist der Wahrheit sehr nah. Das Böse besteht aus drei Namen. Ramesses Ray, Selen und Ebony. Fremder, der du in die Pyramide gelangst. Entdecke die Geheimnisse der Trinity. Vielleicht bist du der Auserwählte, dem es gelingt, die Dämmerung zu vertreiben. Bedenke, dass alle, die sich an den Hymnen versucht haben, den Tod fanden. Was geschah mit unserer Stadt? Welche Macht verursachte diese Zerstörung? Welche Quelle raubte unseren Tag, unsere Nacht und ließ uns im ewigen Zustand der Dämmerung? Waren wir Zeugen der Apokalypse oder nur eines blendenden Experiments? Kam es aus der Pyramide? Ich ahnte es schon immer. Trinities Manipulationen gebären den Tod. Zählt irgendwer mit, wie viele Musiker schon verschwunden sind? Wie viele müssen sich selbst noch opfern für diese verfluchten Hymnen, bevor ihr alle erwacht?